Bonjour und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Es geht weiter. Jetzt auch tatsächlich. Und voilà, wir sind zurück. Voila. Danke dir. Danke. Lass uns diese Transfers auf ein Minimum beschränken, okay? Hey, das liegt einzig und allein an deinem Novizen, mein Freund. Schließlich hinterlasse ich nicht so viele digitale Fußabdrücke in Paris, dass man sie für kleine Hundehäufchen halten könnte. Notiert, wir rufen dich, wenn wir dich brauchen. Ja, hoffentlich nie. Ja. Willkommen zurück. Wir haben gerade eben ein paar Messerschmitts umgebracht und unseren verräterischen Freund entledigt. Uns, unserem verräterischen Freund entledigt. Ich kann sprechen, ich bin nur zu blöd dafür. Und gehen wir mal hier vom dem Rat berichten, ne? Die Nahrungskette. Eieiei, zusätzliches Einkommen, crazy motherfucker. Ansonsten, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt ihr ganz einen Daumen nach oben. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Und dann mit viel Spaß mit dem restlichen Video. So, dann berichten wir mal den freundlichen Herrschaften und ich kaufe mir vielleicht auch mal ein paar Rauchbomben. Ich könnte eigentlich auch Betäubungsbomben kaufen, ne? Hätte ich die Fähigkeit dafür. Habe ich aber leider nicht, weil ich dumm bin. Warum sind diese Rauchbomben eigentlich so lächerlich, oder allgemein alles so lächerlich günstig, aber diese... Todesklingen, Stealth-Todesklingen, die sind natürlich, oh jojo, die müssen teuer sein. Yay. Hier, Phantomklingen. Hab ich zwar noch alle voll, aber trotzdem. Ich meine, Pistolenkugeln sind ja scheinbar auch Stealth, also, ne, weiß ich auch nicht. Was da jetzt so der Unterschied ist. Naja, egal. Berichten wir mal davon. Bestimmt gibt's noch mehr Verräter in unseren eigenen Reihen. Die Korrespondenz des Königs. Der König hat gewisse Briefe in seinem Besitz, die Assassinen belasten könnten. Sie müssen gefunden und vernichtet werden, ehe sie dem Mob in die Hände fallen. Alles klar. Und wieder eine Ladesequenz. Meine Fresse. Das ist echt ätzend, wenn diese Festplatte etwas langsamer ist, ne? Aber darauf habe ich keinen Einfluss. Ihr habt gerufen? Monsieur Dorian, es gibt einen Auftrag für euch. Noch mehr Liefer- und Botengänge vermutlich. Zwei Meisterassassinen sind tot. Einer durch eure Hand zum Schutze eines Templers. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Strafe so milde ausfällt. Und Germain? Ist nicht länger eure Sorge. Letzte Nacht hat sich die Pariser Kommune offen gegen den König ausgesprochen. Zurzeit belagern 20.000 bewaffnete Revolutionäre die Tuilerien. Selbst die Nationalgarde kippt. Viele sind zu den Revolutionären übergelaufen. Frankreich zerreißt an den Nähten. Und das gefällt uns nicht. Die Bevölkerung kämpft für ihr gutes Recht. Liberté, Egalité. Ginge es um eine einfache Waage, die aus dem Gleichgewicht ist, hättest du recht. Aber es ist viel komplizierter. Beim Ordnen von Mirabeaus Angelegenheiten stießen wir auf einen interessanten Briefwechsel von royaler Natur. Mirabeau stand in Kontakt zum König? Und er war weit weniger diskret, als er hätte sein sollen. Würden die Kopien der Briefe des Königs publik, dann wären die Templer in der Lage, unsere Leute in ganz Frankreich ausfindig zu machen. Und ich soll hineinschleichen und diese Briefe finden? Und zwar schnell. Die Schweizer Garde ist in der Unterzahl. Sie wird vor Einbruch der Nacht überwältigt werden. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Ha. Was soll das denn heißen? Also, damit ich das jetzt richtig verstehe, die geben uns jetzt die Schuld daran, dass wir den anderen Fuzzi jetzt umgebracht haben, weil er vorher den anderen Fuzzi umgebracht hat und die glauben uns das nicht, dass wir das gemacht haben, weil er sie den anderen Fuzzi umgebracht hat. Ja, werden sie doch alle umbringen sollen. Vielleicht ist die Situation noch ganz anders und ich bin einfach nur dumm, aber... Oh nein. Gute Arbeit. Zurück auf die Posten. Viva la Revolution! Ja, lernen wir heute Französisch. Den Palast infiltrieren. Let's fucking go. Also ehrlich, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage. Echt mal. Sabotierte Alarmglocken und dort aus der Deckung. Kann ich die von oben hier bejumpen? Wahrscheinlich nicht, aber. Ne? Tja, das habe ich auch erwartet, ne? Das ist ja mein Microsoft-Spiel. Aber wisst ihr, was ich kann, was ihr nicht könnt? Ich kann F drücken, haha. Doch.
Was denn? Jetzt bin ich wieder weg. Krass, oder? Ich das wieder angestellt habe. Wenn so ein crazy Motherfucker. Ich meine, technisch gesehen ist das auch ein Attentat aus der Deckung, ne? Wenn ihr mal drüber nachdenkt. Dann habe ich sie jetzt gerade ziemlich krass aus der Deckung gefickt. Naja, gut. Das lief auch ungefähr so, wie ich es mir gedacht habe. Was ist diese zweite Währung, ne, die auf einmal aufgetaucht ist? Diese 19.000 irgendwas. Jetzt natürlich nicht auftaucht, weil warum auch? Naja, keine Ahnung. Wird schon irgendwas ganz was Tolles sein. Oh, neue Dietricher, dankeschön. Hab ich dich umgebracht, das tut mir leid. Das tut mir aber leid, ja, ne? Guckst du zu? Achso, ist das nur ein Busch? Ich dachte, da steht einer. Guck zu. Es gefällt mir, was ich hier so treibe. Draußen ist aber so ein Schütze, aber der bringt uns ja nichts. Der einfach nur da draußen ist. Aber ich mache natürlich gerne noch die lustigen Alarmglocken kaputt. Das ist aber kein Problem. Ist auch kein Ding, Bruder. Mach ich doch gerne. Guck mal. Boop. Achso, natürlich. Anonym werden. Weil mich ja dieser Schwachkopf da draußen sehen könnte. Oder gesehen hat. Das geht ja so nicht, ne? Also. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Ach, sag bloß. Das ist ja ein Ding. Wenn der Dicke da mal bitte woanders hingucken könnte. Dankeschön. Finde ich sehr freundlich von dir. Halt dein Maul. Du bist kein Patriot. Ne, du auch nicht. Du bist ein. Du bist ein Pat-Idiot. Haha. Okay. Finde ich noch. Finde ich noch. Warte, mach ich einmal kurz F. Weil ich denke mir so, wenn du cheaten darfst, dann darf ich das eigentlich auch. Steht eigentlich nichts im Wege. Dass man nicht auch ein bisschen cheaten darf, ne? Wenn die dämliche AI das drauf. Achso, von da oben. Kriegt man natürlich gleich mehr Lust auf dieses Abfallprodukt. Also, die Ubisoftischer. Ubisoftischer Machwerke. Wenn wir doch nur pfeifen könnten, aber leider Gottes ist Aaron nur ein kleiner Vollidiot und kann nichts in seinem Leben. Es ist sehr traurig, so. Oh nein, hoffentlich kommt ihr nicht immer hier suchen, weil jemand ist. Huhu. Hallo Schwachkopf. Was ist denn da passiert? Was war das denn? Wie hast du mich denn gesehen? Bin ich gar nicht in Ordnung. Ich finde, das war ein Kill aus der Deckung. Nein, du schüttelst mich nicht ab, aber ich bespring dich. Ich bin der Bespringmeister. Eine Rauchgranate. Nicht eine Rauchgranate, eine Dingsgranate. Ja, Tinnitus und Rauch, wuppdidu. Will die sich selber verraten? Ich hab die, glaube ich, nicht verraten. Crazy. Tja. So viel dazu, ne? Das sieht aber gut aus. Nein, du hab dich mal nicht so hier. Bist du dich selber schuld, dass du dich hierhin gemeldet hast, ne? Freundchen. Aha. Du bist kein echter Revolutionist. Das habe ich gegoogelt, das stand da. Kein echter Revolutionist. Ja, das ungefähr das wollte ich. Danke, Spiel. Very close. Hallo. Schön die Schnauze halten, mein Freund. Schön die Schnauze halten. Kannst du mich noch ein bisschen öfters flashbangen? Ich wollte heute blind werden eigentlich. Das war so mein großes Ziel. Eigentlich wollte ich mir gleich noch ein bisschen Rohrreiniger reinkippen. In der Hoffnung, die Blindheit ein bisschen zu unterstützen.
Aber wenn ich natürlich vom Spiel ein bisschen geflashbankt werden würde. Warum kannst du nicht genau das einfach machen? Das würde einiges so viel einfacher machen. Ah, ich habe Elite-Soldat erreicht. Mann, da freue ich mich aber. Soll ich mir jetzt einfach Freude wechseln oder später? Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, ich mach's später. Oh! Was heißt denn hier? Oh, du Opfer. Du solltest aber vielleicht aufgeben, weil ich glaube, das wird nicht passieren. Guck mal, ich habe F gedrückt. Seht ihr mich alle wieder nicht mehr? Machst du das? Ich glaube, du musst dafür leben, um mich tot zu machen. Tot zu schlagen. Wenn du tot bist, funktioniert das, glaube ich, nicht mehr so mit dem Totschlagen. Ich bin ja da auch kein Experte im Mord und Totschlag, aber. Was ist denn mit dir los? Echt? Ja, du bist ein bisschen verglitscht, aber na gut. Du scheiß Bug-User. Da fühle ich mich gleich ein bisschen weniger schlechter. So. Ritzi Ritzi und Raubi Raubi. Ja, nicht die eleganteste Lösung, aber das ist mir mittlerweile auch relativ egal. Bin ich ganz ehrlich. Wenn der gute Arno nicht mal von der kleinsten Erhöhung mal runterspringen kann, um ihn da zu meucheln, frage ich mich sowieso, wozu ich mir diese Fähigkeit geholt habe, zwei auf einmal zu killen. Funktioniert ja scheinbar bestens. Hust, hust. So, vielen Dank für deine Spende. Sind hier noch immer ein paar Alarmglocken außer die eine. Sieht ja fast nicht so aus. Naja, gut. Durch die Haupttür? Keine. Was? Was zum Teufel? Sprich ruhig weiter. Hätte ja sein können, dass er vielleicht auch abdrückt. Wollte nicht ans Fenster kommen, also gucken, was hier los ist. Ist er weg? In Ordnung. Ich habe ihn abgeschossen. Mann. Nee. Hier stecke ich. Oh, scheinbar seid ihr zu dumm, aus dem Gebäude rauszukommen. Natürlich blöd für euch. Hallo. Tja, hast du nicht kommen sehen, ne? Mein Fräulein. Bist du da bitte... Ups. Nee. Es war immer in Deckung, ja. Es war taktisch eingesetzte und sehr interessante Deckung. Naja. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ein ziemliches Großmann, mein Freund. Aber ich muss auch leider Gottes in die andere Richtung. Tut mir leid. Ihr hattet hier auf jeden Fall ordentlich Spaß. Oh nein, soll ich den retten? Kann ich den retten? Ist er es wert, gerettet zu werden? Fragen über Fragen. Halt's Maul. Ich bin ziemlich ungemäßigt, wirst du gleich feststellen. Hast du gesehen, wie ungemäßigt ich eigentlich bin? Ich bin auch sehr ungemäßigt in meinem Leben, tut mir leid. Besonders wenn ich Ubisoft-Spiele spiele, dann bin ich sehr ungemäßigt. Verschwunden? Alter, was ist denn mit dem los gewesen? Ist ja ein Nerds. Oh, ups.
Da hätte ich wohl hingehen sollen, hä? Naja. Oh nein, ich habe die Wache nicht gerätet. Das ist natürlich doof. Wollen wir mal an Dietrich verschwinden, damit wir ihn Stealth töten können. Ich habe zwar die Reflexe einer toten Katze, aber manchmal funktioniert's. Hallöchen. Das war die falsche Taste. Psst. No screams, only dreams now. Alter, kannst du noch dramatischer sterben? Kumpel Qualmsocke. So, was haben wir hier hinter? Ach, der wird schon. Besser Hund. Warte, ich messe, wenn du mich Schuss machst. Ihr seht nicht aus wie diese blutrünstigen Revolutionäre. Die Kutte wirkt etwas unheimlich, wenn ich das anmerken darf. Und ihr seid die Nachhut, nicht wahr? Das ist Sinn. Äußerst praktisch, dass dadurch so viele Türen zwischen euch und dem Kampf stehen. Oh, ich bin gar nicht hier. Nicht offiziell zumindest. Doch wie oft hat man die Gelegenheit, sich die private Amtsstube des Königs anzusehen? Ist es etwas Bestimmtes, wonach ihr sucht? Staatsgeheimnisse, private Korrespondenz, persönliche Schätze, so etwas in der Art. Ich hoffe, dass wir nicht dieselbe Beute im Auge haben. Gewehre? Gewisse Briefe an den König. Sie wären missverständlich, wenn die falschen Männer sie finden. Verstehe. Dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich glaube, der König hat hier irgendwo eine Geheimtür eingebaut. Würden wir die nur finden? Ich meine, ich kenne mich absolut nicht mit Gesichtern. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht Napoleon? Lol. Der alte Schlingel. Gefunden. Was sagt er dir? Nicht sehr hier. Gut gemacht, mein Freund. Das heißt, Napoleon arbeitet auch später mit den Assassinen zusammen. Lalalala. Etwas gefunden? Ein wahres Füllhorn, ja. Und ihr? Ich glaube, ja. Ja, das sind sie. Das sollte die Sache erledigen. Darf ich vorschlagen, zu gehen? Jo. Beeilung. Was ist das? Unser Ausgang. Gib mir Deckung, ja? Bonjour. Soll ich euch alle mal rechts klicken? Habt ihr das Kämpfen gelernt? Weiß ich nicht. Ihr seid ein Alter. Jetzt auch mal die Fresse halten. Schade, das ist nur Munitionsverschwendung. Ich dachte eventuell, dass man die töten kann, bevor sie wirklich ankommen, aber... Ich glaube, das ist nur Munitionsverschwendung. Weil die einfach nicht das machen. Danke, aber das ist keine Klingel, das ist ein Morgenstern. Kleiner Unterschied, ich weiß. Leicht zu übersehen. Wow. Gehen wir. Mr. Napoleon kann kämpfen. Sucht alles ab! Ich will die Dokumente! Er? Was? Verdammt! Ja, Kapitän Rui hat diese Wirkung auf Menschen. Ein Freund von euch? Ein hartnäckiger Stachel, den ich noch nicht ganz herausziehen konnte. Ich brauche Informationen von ihm. Ich muss zu ihm zurück. In dem Tumult. Ihr würdet ihn dort nicht finden. Kommt mit mir, ich habe eine bessere Idee. Wir gründen ein neues Frankreich und dann ist Napoleon. Ihr habt euch gut geschlagen da hinten. Ich schätze, ihr habt nie eine militärische Laufbahn in Betracht gezogen. Ich halte nicht viel von Befehlen. Und trotzdem führe ich sie aus. Der Schrecken von Generälen und Staatsmännern aller Orten. Ein Individualist. Ich kenne das Gefühl. Männer wie wir haben den meisten Soldaten etwas voraus. Und zwar, wir haben einen eigenen Kopf. Warum bist du langsamer als ich? Wenn ihr euch heute verpflichtet, seid ihr in 10 Jahren ein Marischal. Garantiert. Echt? Okay, scheiße, die Assassinen. Aber nein. Doch. Lass mal einen Marschall wohin werden. Wohin das Herz führt, muss ein Mann folgen. Kommt zu mir, wenn ihr eure Meinung ändert. Ich wünschte, du würdest ein bisschen schneller laufen, Kumpel. Bonaparte ist mein Name.
Napoleon Bonaparte, Oberstleutnant der Artillerie. Zurzeit. Arnaud Dorian. Angenehm. Elite-Soldat, der Assassin. Falls jemand fragt, ich war nie hier. Naja, ich muss nochmal mal hier rein. Nur aus einer Tischlerwerkstatt aus der Ferne. Ein Gesicht in der Menge. Natürlich. Natürlich, ja, kleinen Moment, Mr. Napoleon. Ich muss ja mal. Ich meine, wie oft kommt man hier schon mal runter, um hier unten zu sein, ne? Das passiert wohl nicht so häufig, deswegen muss ich diese Gelegenheit hier am Schopfe packen. Ey, 1500 Franken. Napoleon-Dollar. Würdest du bitte aufhören, Scheiße zu bauen? Danke. Danke fürs Warten. Mein Schnuckelbäuschen, so jetzt können wir weiter in die Kanalisation. Hat ihr da? Tralalalala. Ah, ja. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Darf ich den erlösen? Scheinbar nicht. Was nun? Einen Moment. Ich warte. Ihr solltet in Deckung gehen. Oh nein. Welche Deckung? Bleibt doch noch 30 Mal hier. Alles in Ordnung hier? Gut, Korporal. Grandioser Schuss. Korporal. Der richtige Drill ist entscheidend für den Erfolg eines Regiments. Wir sollten jetzt gehen, hier. Hier trennen wir uns. Was ist mit Rui? Gib mir ein paar Tage. Ich werde sehen, was ich in Erfahrung bringen kann. Vielleicht lässt sich ein Treffen arrangieren. Macht's gut. Hey, sein Schwert schwebt. Erinnerung abgeschlossen. Yay. Wir haben Napoleon kennengelernt. Geil. Die Kanone lässt ja einfach da stehen. Okay. Das ist ein bisschen komisch, aber... Ne, ist es hier doch weg. Alles klar, alles sehr merkwürdig. Und ich würde erstmal sagen, damit mache ich auch erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss.